Roland Wolowski hat als Schulleiter ein hartes Jahr hinter sich. Selten war die Verantwortung so groß. Es ist schon belastend, das muss ich zugeben. Sie müssen immer abwägen zwischen dem Schulbetrieb, der enorm wichtig ist. Uns ist allen klar, wie wichtig das ist, dass Kinder im Moment in die Schule gehen und dass sie sich in der Gruppe, in der Gemeinschaft wohlfühlen, dass sie lernen können und den Tag hier verbringen. Und andererseits immer wieder die Gefahr und die Angst, dass man sich infizieren könnte. Aber der Schulbetrieb soll weitergehen. Auch für die Schüler eine Belastung, denn normal ist hier fast nichts mehr. Die Masken sollten mal wieder weg. Also das ist schon anstrengend, auch Kursarbeit zu schreiben dann, und das ist einfach schwierig mit den Masken. Vor allen Dingen finde ich, ist es sehr schwierig, wenn es kalt ist, also durch das Lüften, sich zu konzentrieren. Und auch vor allen Dingen dann in Kursarbeiten ist es blöd. Da sitzt man da mit 3 Jacken und einer Decke. Die Probleme hat auch Frank Hellers vom Mainzer Max-Planck-Institut gesehen. Mit einfachen Mitteln aus dem Baumarkt hat er eine Entlüftungsanlage für Klassenräume entwickelt. Kostenpunkt nur 200 Euro. Einfach zu bauen und hocheffektiv. Ich messe die Luftgeschwindigkeit durch den Absaugtrichter. Und dadurch kann man feststellen, wie hoch die Luftaustauschrate im Endeffekt, wenn man hochrechnet, in dem System ist. Zweimal pro Stunde wird hier so die Luft komplett ausgetauscht. Das Prinzip ist denkbar einfach. Durch die eigene Körperwärme steigt die Atemluft auf, sammelt sich in den Rohren und wird mit einem einfachen Ventilator nach draußen gesogen. Für Roland Wolowski ein Hoffnungsschimmer. Wir haben uns sehr gefreut. Das ist endlich mal was, wo man den Eindruck hatte, jetzt können wir selbst mal was tun und müssen nicht nur warten, was die Politik uns vorgibt, ob wir Stoßlüften, sondern es war so schon die Hoffnung, dass wir jetzt mal selbst Hand anlegen können und ganz konkret was hier an der Schule für die Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler und auch Lehrerinnen und Lehrer zu tun. Und diese Hoffnung teilen mittlerweile viele. Wir haben Anfragen von überall aus der Welt. Es sind ungefähr, also nach meinem letzten Stand sind es ungefähr 3000. In der IGS Mainz-Bretzenheim gibt es bisher einen Raum, in dem die Anlage getestet wird. Und die Schüler spüren den Unterschied. Dadurch wird ja auch die Luft gereinigt und vor allen Dingen diese Aerosole halt nach draußen befördert. Und es gibt mir halt schon ein Gefühl von Sicherheit. Mit der Anlage wird es dann so sein, dass wir wahrscheinlich gar nicht mehr lüften müssen. Und dementsprechend kann sich die Temperatur hier auch konstant halten. So bei 20 Grad, das ist natürlich viel angenehmer. Und genau das wollte der Schulleiter auch erreichen. Also wenn wir tatsächlich hier diese Schule, das ist vielleicht so unser Ziel, in den nächsten Monaten in allen Räumen ausgestattet haben mit dieser Lüftungsanlage, kann ich sicherlich ruhiger schlafen. Heute hat die Stadt Mainz bekannt gegeben, dass sie 300 Klassenräume in der Stadt mit der neuen Anlage ausstatten möchte. Roland Wolowskis Schule könnte also der Vorreiter sein für einen etwas normaleren Schulalltag.